Okay, mal ganz kurz schauen. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Wir müssen hier gleich mal links abbiegen, hinter der Brücke hier vorne, um mal zum Versteck zu kommen. Dann schauen wir uns mal ganz... Oh, beziehungsweise ist ja gar keine Brücke. Oh, so eine Furt hier. War nicht so richtig ersichtlich auf der Karte. Naja, gut, wir haben es auf jeden Fall gefunden. Jetzt einmal hier Richtung Süden abbiegen. Und gib ihm die Sporen. Los geht's. Oh, das sieht aber nicht gut aus hier oben, das Wetter. Wie es aussieht, ist das Versteck oben hier so ein bisschen in den Bergen, wenn ich das richtig sehe. Also wenn man hier mal hochguckt, das ist etwas erhöht. Von daher gehe ich mal von aus, dass wir irgendwie die Berge hochklettern müssen. Hier vorne irgendwo. Wow. Sehr schön, haben wir über diesen Strophen rübergehüpft. Alles klar, Mensch. Und hier ist auf jeden Fall wieder eitel Sonnenschein. Das macht gar keinen Sinn. Also wenn wir in Richtung Memphis unterwegs sind, dann ist alles so dunkel. Als wenn da gleich irgendwie ein schweres Unwetter losbricht und dann, weiß ich nicht. Aber hier ist auf jeden Fall schon mal der Weg. So, wir wissen ja leider nicht, wie viele Banditen es waren. Also alle, klar, das weiß ich schon. Das hatte mir Merkes gesagt. Aber das ist natürlich keine Angabe, die mir irgendwie weiterhilft. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir jetzt hier rein? Ich würde sagen, wir steigen mal kurz ab und klettern über die Berge rüber. Dass wir vielleicht den Weg finden, irgendwie vorne rum. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie einen Höhleneingang. Hier vorne scheint es irgendwie reinzugehen. Du groß Versteck, alles klar. Wir haben so viel. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Da wäre ich da fast runtergesegelt. Das wäre natürlich nicht so episch. Ein schneller Tod für Bayek. Okay. Die Frage ist, warten wir mal ganz kurz auf Nacht. Ich würde sagen, ja. Und da hinten im Hintergrund sieht man die Knöck-Pyramide. Ich wollte eigentlich nicht ins Wasser, aber ich bin leider runtergefallen. Was? Na, der guckt gerade in unsere Richtung. Wir könnten rein theoretisch. Nehmen wir ganz kurz die Messer in die Hand. Das ist ja nie. So, erstmal schlafen legen, Freundchen hier. Ich war eigentlich der Meinung, hier unten wäre auch noch eine Wache gewesen, aber es kann durchaus sein, dass ich mich da getäuscht habe. Vielleicht war das einfach einer, der irgendwie Leiter hochkam oder sonstiges. Aber ich vermute mal, dass weiter drinnen auf jeden Fall noch Wachen sind. Okay, sehr schön. Es muss ein Artefakt sein, dass die Banditen Merkes gestohlen haben. Seltsam. Hier vorne mal ein bisschen was plündern. Hier gibt es tatsächlich irgendwie noch unten noch ein bisschen was zu holen, aber ich glaube, das ist nicht so doll viel. Wir gehen mal ganz kurz hier hoch, bevor wir den Hauptmann erlegen und sammeln mal ein Zeug ein.
Okay, das da vorne waren auf jeden Fall nur Pfeile. So, dann einmal hier nach unten. Und dann mal kurz den Typen erledigen hier vorne. Okay, der erwartet, dass der vielleicht irgendwie das Artefakt dabei hat oder sonstiges, aber der scheint einfach nur rumzustehen hier. Naja, gut, jetzt steht er nicht mehr rum. Sehr schön. Und Herstellung verfügbar. Was haben wir denn gefunden, dass wir jetzt was herstellen können? Habe ich ehrlich gesagt gar nicht aufgepasst. Beim Einsammeln vorne habe ich da eigentlich Ausrüstung. Ah, okay, weil wir wieder diese komischen Kohlenstoffkristalle gefunden haben, können wir jetzt rein theoretisch das Oberteil oder diese, was ist das, Brustschutz halt quasi aufs Maximum aufrüsten. Rein theoretisch können wir das machen. Dann müssten wir allerdings 5 von den komischen Kristallen investieren, aber ich würde einfach sagen, wir machen es mal. Dann ist das schon mal auf Maximum aufgerüstet. Ansonsten haben wir natürlich dann hier noch die Armschienen, die wir noch aufrüsten müssen für Nahkampfschaden und vor allen Dingen auch die Hilfsmitteltasche. Das lohnt sich auf jeden Fall, dass wir vielleicht ein paar mehr Pfeile tragen können. Also hier diese komischen Betäubungspfeile meine ich natürlich. Okay, so. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier mal raus aus dem ganzen Gebilde. Die Frage ist, wo ist der Ausgang? Einmal hier hoch, glaube ich. Ah, hier ist sie leider. Sehr schön. Okay, alles klar. Dann einmal hoch. Okay, dann einmal ganz kurz vorne rum. Ich weiß gar nicht, ob ich vorne schon losreiten kann. Also rein theoretisch müsste das möglich sein. Aber nicht, dass ich mir mit dem Pferdchen den Hals breche oder so. Das wäre nicht so schön. Ist das hier noch eine Karawane? Ach nee, einfach nur irgendwelche Kamele, die rumstehen. Wahrscheinlich war das mal eine Karawane, die allerdings von irgendwas überfallen wurde. Kann ja durchaus sein, dass irgendwie Banditen waren oder sonstiges. Oder halt tatsächlich irgendwelche wilden Tiere. Durchaus auch möglich. Das ist ja nicht so ungewöhnlich. Wenn die von Nilpferden oder Krokodilen angegriffen werden, dann geht die Patrouille natürlich auch darauf, logischerweise, ne? Okay, dann einmal hier in Richtung der Pyramide. Da können wir drin rumkrauchen, hoffentlich. Sehr schön. Artefakt aus dem Grab von Snofru. Jawohl, sehr schön. Cool, dann einmal hier nach oben. Okay, da war noch eine Quest da hinten, die brauchen wir allerdings erstmal gerade nicht einsammeln. Die können wir uns dann später irgendwann mal holen. Wir kümmern uns erstmal natürlich erstmal um die Pyramide. So, dass wir dann vielleicht einfach mal hier mit den Geheimnissen vorankommen. Hier oben ist der Eingang, sehr schön, cool. Okay, ich hoffe, mein Pferdchen steht hier sicher. Ich meine, wenn man das einfach so parkt hier mitten vor der Pyramide, kann sie natürlich mal geklaut werden oder von jenen angegriffen werden und sonstiges. Aber es wird sich schon zu wehren wissen. Okay, Grabmal von Snofru, sehr schön. Holen wir ganz kurz die Fackel raus, damit wir ja ein bisschen was sehen. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn er hier durch so einen engen Gang kriecht, dass er sich nichts wegfackelt. Ich meine, er hat eh schon ein kurzes Haar, wahrscheinlich ist gleich nicht mehr viel davon übrig. So, ja, ganz kurz das Licht anmachen und dann gehen wir mal hier durch. Oha. Boah, ich mag so eine Erkundungstour einfach in irgendwelchen... Ja, Dungeon ist es ja nicht so richtig, aber man würde es vielleicht in Fantasy-Spielen als Dungeon bezeichnen. Also irgendwelchen Verliesen oder irgendwelchen Kellergewölben oder halt hier in so Geheimgängen von irgendwelchen Pyramiden oder Höhlen und sonstiges. Das finde ich immer ziemlich cool. Was ist das denn eigentlich? Ist es Wasser hier? Man erkennt das so schlecht. Aber ich fürchte schon, dass es Wasser ist. Okay, gibt es auf jeden Fall ein bisschen was zum Einsammeln. Erinnerung, die Gegengewichte werden durch das Gewicht der Objekte beeinflusst. Moment, konnte ich nicht so schnell lesen.
Ah, Moment, ich glaube, wir müssen hier irgendwie einen Mechanismus aktivieren. Zumindest wirkt das so, denn das sind hier irgendwie die Gegengewichte, von denen gerade geschrieben wurde. Allerdings konnte ich, wie gesagt, nicht so schnell lesen, was da stand. Na komm, nimm mit hier das Ding. Manche Objekte können bewegt werden, bla bla bla. Mit Y kannst du ein Objekt greifen. Das weiß ich alles schon. Die Frage ist jetzt, warum jetzt der Tipp kommt. Denn das habe ich alles schon mal gemacht. Okay, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier ein Gegengewicht aktivieren. Okay, ich würde sagen, wir packen auf jeden Fall noch so ein Teil drauf, denn ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn ich oben auf diese zweite Plattform kletter, dass ich dann die Plattform wieder nach unten bewege durch mein eigenes Gewicht. Ist natürlich schön, dass diese Dinger hier nicht wirklich irgendwie Gewicht zu haben scheinen. Okay, so, da muss... Ach nee, das sind komische Dinger jetzt zum Einsammeln. Und dann einmal hier nach oben. Moment. Wir müssen wahrscheinlich hier tatsächlich von links zu links springen. Okay, das reicht auf jeden Fall noch nicht. Das ist zu wenig Gewicht. Die Frage ist natürlich, haben wir noch mehr von diesen Gewichten oder muss ich tatsächlich einmal hier hochspringen? Ah ja, sehr schön. Alles klar, cool. Dann hätten wir es geschafft. So, gibt es ja was zum Plündern. Hier gibt es auf jeden Fall noch mehr Gewicht. Alles klar. Okay, hier auf jeden Fall geht es schon mal weiter nach oben. Das heißt, wir können hier reinklettern und hier rüber springen. Okay, hier sind wir auf jeden Fall reingekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann sind das hier unten? Ich weiß gar nicht. Ach hier, das waren die komischen... Ah, okay, das waren einfach nur diese komischen Dinger zum Einsammeln, diese Gewichte und sowas. Hier sind allerdings auch noch Gewichte. Ich weiß gar nicht, ob ich die dann brauche. Scheinbar schon, die sind auch noch mehr Gewichte. Okay. Wir müssen hier irgendwie hoch. Das heißt, wir haben auf jeden Fall hier die Möglichkeit hochzuklettern. Ist auch die Frage, ob wir hier die Gewichte überhaupt brauchen. Ich meine, kann durchaus sein, dass wir die ja gar nicht brauchen. Okay. Das scheint auf jeden Fall nicht zu reichen. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall hier noch ein paar von diesen Dingern mitnehmen. Komm mit hier. Und Nummer 3 nehmen wir auch noch mit. Ich weiß nicht, ob wir dann noch eins brauchen. Eins würde noch rumliegen, theoretisch, was wir drauf bauen können. Aber ich würde sagen, wir hängen uns erstmal an die komische Plattform ran und schauen, ob das reicht vom Gewicht her. Ah ja, sehr schön. Reicht auf jeden Fall. Okay, wir haben auf jeden Fall hier oben noch einen Weg, den wir dann gehen können, theoretisch, wenn ich das richtig sehe. Oder auch nicht. Ich stehe erstmal schön an der Statue dran. Alles klar, gut. Ist ja Bescheid. Da haben wir das zumindest schon mal gecheckt hier oben.
Hier ist noch was zum Einsammeln. Was haben wir denn hier Schönes? Interagieren. Moment, einmal kurz hier angucken. Innerhalb von 3 Jahren haben wir mehr als die Hälfte dieses großen Bauwerks vollendet. Die Mannschaft der Handwerker. Alles klar, die mir eine Inschrift hinterlassen, die Handwerker. Sehr schön. Ich hoffe, wir haben das Ding dann auch pünktlich fertig bekommen, sonst... hier ist wieder so eine komische Schrifttafel. Sehr schön, cool. Dann mal alles plündern. Doch, nicht immer hochklettern. Einfach plündern. Bayek, einfach plündern. Okay, wir haben das Artefakt dann nicht gefunden. Das ist aber hier vorne sicherlich irgendwo noch vorhanden. Da ist das Artefakt. Miniatur der Nordpyramide. Dieses nichtssagende Artefakt muss irgendeinen Wert haben, wenn es bei diesen Schätzen aufbewahrt wurde. Ich gehe zu Merkez. Mal sehen, was das für Artefakte sind. Bayek, du weißt doch, wofür die sind, ne? Also ich meine, er hat ja inzwischen schon die Informationen bekommen von Merkez. Von daher sollte er jetzt nicht mehr so verwirrt sein, wenn er irgendwie so ein Pyramidenbruchstück findet oder sonstiges. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Sehr schön. Grabmal von Snofru. Schrifttafeln legt einen Fertigkeitspunkt halten. Das lohnt sich auf jeden Fall mal richtig, die Dinger zu suchen. Sehr schön. Richtig cool. Gefällt mir. Okay, dann einmal hier nach unten. Ich hoffe, wir kommen auch wieder irgendwie raus, denn... Ah, okay, dann erstmal schwimmen. Ja, ich hoffe, wir kommen auch wieder raus aus der Pyramide hier auf dem Weg, denn es wäre extrem schade, wenn wir dann irgendwie hier drin nicht mehr hochkommen. Bayek ist ja so todesmutig, springt erstmal überall runter, ohne sich Gedanken zu machen, ob er irgendwie auf einer glatten Oberfläche nicht mehr hochklettern kann oder sonstiges und jämmerlich verhungert. Aber hart im Nehmen, der Bursche. So, okay, einmal hier nach oben. Okay, sehr schön, cool. Er wartet schon hier auf uns. Sehr schön. Dann wollen wir gar nicht nach Memphis zurück. Alles klar. Ich habe die anderen beiden Artefakte. Aha! Das bestätigt meine Theorie. Bei Re. Das ist es. Diese Artefakte bilden ein Diagramm. Aber ein Teil fehlt. Man kann sie nicht zusammensetzen. Aber es gibt einen Abschnitt in der Ägyptiaka, in dem es heißt... Der Weg ist frei an der nördlichen Spitze. Und die Inschrift auf diesem Artefakt muss von den Pyramidion oben auf Snofrus Grabmal sprechen, der Nordpyramide. Ich bin sicher, dass der Schlüssel zu diesem Rätsel dort liegt. Warum gehst du nicht mal nachsehen? Wonach genau suchen wir denn eigentlich? Die kostbaren Schätze des Snofru galten seit Ewigkeiten als verloren. Wir werden Helden sein, wenn wir sie finden und ans Tageslicht bringen. Hey, ich bin kein Grabräuber. Nein, nein, natürlich nicht. Ich verspreche dir, dass wir niemandes Friede im Gefilde der Binsen stören werden. Ich klettere mal hoch und sehe mich um. Es ist aber schön, dass Bayek gesagt hat, dass er kein Grabräuber ist und er schon die ganze Zeit, alles geplündert hat, was da irgendwie so rumlag. Okay, dann einmal hier ganz kurz, so in Anführungszeichen, kurz hoch zur Pyramide. Einmal hier von Stein zu Stein hochklettern. Wahrscheinlich ist da oben gar nichts zu finden. Können wir das vorstellen? Der hat uns wahrscheinlich für umsonst da hochgeschickt oder so, der alte Mann. Okay, dann schauen wir ganz kurz. Ah, da ist irgendeine Vertiefung hier. Die Spitze von Snofrus Grab. Was sind das für Vertiefungen? Wenn ich vielleicht... Genau, bastel doch mal die Dinger rein. Alles klar, jetzt sind wir fertig. Diese drei Artefakte passen perfekt in die Vertiefung. Es ist ein Diagramm. Von der Nordpyramide aus scheint es auf diese Ruinen im Osten hinzudeuten. Dort finde ich die Kammer. So, kann ich hier gleich runterrutschen oder muss ich jetzt den ganzen Weg runterklettern? Ich gehe mal ganz kurz ganz nach oben, dann kann ich vielleicht irgendwie losspringen oder so.
Na, du sollst dich da nicht festhalten. Du sollst einfach weiter runterrutschen, Mann. Okay, sehr schön. Dann ganz kurz hier vorne mit Merkes reden. Vielleicht hat er ein paar wichtige Informationen für uns. Und? Was hast du gefunden? Was? Jetzt spann mich nicht so auf die Folter. Hast du was gefunden? Eine schöne Aussicht. Die Artefakte passen in den Deckstein und bilden ein vollständiges Diagramm. Ganz erstaunlich. Und? Löst das das Rätsel der Geschichte? Wo die Kammer zu finden ist? Mhm. Ich vermute, es zeigt auf etwas östlich von uns. Ich habe so etwas wie einen verfallenen Tempel erkannt. Folge mir. Ich bringe uns dorthin. Lauf nicht wieder in dein Verderben. Mit dir an meiner Seite? Wohl kaum. Das wollte ich auch gerade sagen, nicht, dass er gleich wieder die ganze Meute am Arsch hat. Wie bist du eigentlich auf die Banditen getroffen? Hm? Oh, ich habe sie angeheuert, die fehlenden Artefakte zu finden. Was? Du hast sie angeheuert? Nun, ihr Anführer Belosch behauptete, er kenne die Wüste besser als jeder andere. Ich dachte nicht, dass sie sich gegen mich wenden. Ich wusste nicht, dass sie solche Banditen sind. Es gibt nur solche Banditen. Sie alle plündern und morden für Geld. Ja, sie schienen auf beides recht begierig, als sie mir das eine Artefakt stahlen und mich wegen des anderen töten wollten. Ah, du bist eine Gefahr für dich selbst. Das sagt man mir öfter. Ah, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der Eingang ist natürlich verborgen. Natürlich, natürlich. Untersuche das Gebiet. Alles klar, dann schau mal ganz kurz rum. Hier mal noch ein bisschen was zum Interagieren. Vielleicht scheint der Boden weich zu sein. Sehen wir mal, was unter dem Sand ist. Bei Re, was wir wohl finden werden? Ein letztes, schön, cool. Tödliches Hindernis. Geh mal kurz weg, Merkis. Nicht, dass ich hier versehentlich... Entschuldigung. Zum Hänger kommen wir denn hier rein? Sagte doch, keine Sorge. Komm mit, hier entlang. Du zuerst. Wir sind die Ersten, die seit mehr als 2000 Jahren einen Fuß hier hineinsetzen. Und irgendwo müssen diese Schätze sein. Oh, hallo, oh, hallo, oh, hallo Schlangen. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir erzeugen die Manchette nicht. Oh, die machen aber viel Schaden, die Schlangen. Keine Sorge, du hast genau getan, was ich dir geheißen hätte, wenn du nicht so schnell reagiert hättest. Okay, auf jeden Fall machen die Kobras richtig viel Schaden. Da sollte man tunlichst aufpassen, dass wir nicht irgendwie nochmal von welchen angegriffen werden. Wobei es das ja immer nicht so ohne weiteres vermeiden lässt. Also wenn man hier irgendwie direkt in eine Schlangengrube fallen, müsste das eigentlich schaffen. Aber die haben mich gerade zweimal getroffen und schon direkt die irgendwie zwei Drittel Lebenspunkte weg. Das war nicht so schön, nicht so episch. Okay, sehr schön. Also was zum Plündern. Ach, du meine. Das wäre so noch der ganze Aufwand wegen zwei Schlangen dann vorbei. All das ist so göttlich schön. Siehst du auch, was ich sehe? Dieser Raum hier ist perfekt erhalten. Seit Snofrus Herrschaft. Unangetastet. Ein perfekt erhaltenes Pyramidion. Ein Relikt der Götter. Und der Quell alles Guten. Die ersten Strahlen des Reh sollten darauf fallen. Und den Weg für den Bennu-Vogel erhellen, der über die Wasser des Nun flog. Das ist es? Hier sind fast nur alte Schriftrollen. Nicht viel Gold. Welch ein Schatz. Sieh dir nur all die Geschichte an. Kition und Herakles werden staunen. Ich werde berühmt. Wir werden berühmt. Schön, dass ich helfen konnte. Sobald ich unsere Entdeckung katalogisiert habe, bringe ich sie in die Bibliothek von Alexandria.
auf das sie studiert und bewahrt werden kann. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal die Quest abgeschlossen. Der Schatz bestand tatsächlich daraus, dass hier ganz viele Schriftrollen zu finden sind. Wissen ist natürlich auch ein großer Schatz, besonders zur damaligen Zeit, wenn gerade so die große Bibliothek von Alexandria oder sowas halt war sehr berühmt für gerade die ganzen ja, Schriften, die da enthalten waren und sonstiges. Von daher passt das eigentlich schon ganz gut. Und wo ist denn eigentlich jetzt Merkes hin? Der schläft. Warum schläft? Hallo, Merkes. Du kannst nicht einfach schlafen legen hier. Du hast zu tun. Du musst katalogisieren und sowas, Freundchen, Mensch. Die Frage ist natürlich, kommt hier jemand wieder raus? Alleine. Wahrscheinlich nicht. Naja, gut. Wir haben auf jeden Fall die Quest abgeschlossen. Sehr schön. Und hier scheint es tatsächlich nichts weiter zu geben. Das heißt, wir können jetzt rein theoretisch dann auch mal irgendwie uns die anderen Pyramiden mal anschauen, denn na, ich weiß immer noch nicht, warum das hier so golden leuchtet. Das würde mich echt mal interessieren. Na gut, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Wir haben ja noch ein bisschen was geschafft hier, jetzt in den letzten Episoden, dass wir ja die Pyramidengeheimnisse gelüftet haben, vor allem auch ja, einem Gelehrten helfen konnten, weitere Schriften zu finden über die vergangenen Zeiten und vor allem auch Geheimnisse. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Ansonsten haben wir natürlich jetzt noch eine neue Stadt, die wir erkunden können. Memphis lädt geradezu dazu ein, halt mit den ganzen Quests und den ganzen Sehenswürdigkeiten, denke ich mal. Die ganzen Kanäle sieht schon echt episch aus, wenn wir da drin rumturnen. Aber bis dahin ist ein bisschen Zeit. Guti, dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein. Ich sage danke fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und wenn ihr neu hier seid und ihr mögt, was ihr gesehen habt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Assassin's Creed Origins. Und dann einen schönen Tag. Wir sehen uns. Ciao, ciao.